Hallo! Ihr seid es bestimmt gewohnt, Superhelden in Comics oder Filmen zu sehen. Aber es wird Zeit, sich davon zu überzeugen, dass es auch unter uns welche gibt. Einfache Kurierfahrer, Busfahrer, Kellner und Passanten auf der Straße. Das sind nicht bloß Helden, sondern Superhelden unseres heutigen Videos, die bereit sind, anderen selbstlos zu helfen und, wenn nötig, ihnen sogar das Leben zu retten. Lasst uns loslegen. Ein Auto rutschte einen vereisten Hang hinab und wäre beinahe in einen anderen PKW gekracht, wenn ein echter Superheld nicht angegriffen hätte. Die Rollstuhlfahrerin wäre auf der Fahrbahn gelandet, wenn der Fahrer des Krankentransports nicht Geistesgegenwart bewiesen und ihren Sohn alarmiert hätte. Sie stürmten zusammen auf die alte Dame zu und konnten ihren Rollstuhl gerade noch rechtzeitig stoppen. Dieser Bursche hat das große Glück, einen hervorragenden Trainer und seinen Schutzengel in einer Person zu haben. Als der Knirps seine ältere Schwester mit einem anderen Jungen ringen sieht, denkt er, dieser wolle ihr wehtun und eilt ihr umgehend zu Hilfe. Was für helle Begeisterung unter den Zuschauern sorgt. Das ist ein Trainer, dem man ein Kind bedenkenlos anvertrauen kann. Dieser Mann war auf einem nächtlichen Spaziergang, als er einen streunenden Hund auf dem Gehweg liegen sah. Anstatt einfach weiterzugehen, hob er eine weggeworfene Decke auf, deckte den Vierbeiner damit zu und streichelte ihn liebevoll am Bauch. Wir alle sollten ein Beispiel an ihm nehmen. Die Frau hatte mit einem schweren Leiden zu kämpfen und dieser Besuch beim Friseur fiel ihr nicht leicht. Aber sie hatte das Glück, auf diesen netten jungen Mann zu treffen, der sie mit einer besonderen Solidaritätsgeste aufgemuntert hat. Wenn man so etwas sieht, ist es schwer, sich die Tränen zu verkneifen. Die zwei Highschool-Football-Mannschaften haben sich zusammengetan, um ihren größten Fan, einem 8-jährigen Jungen, die Möglichkeit zu schenken, an einem Spiel teilzunehmen. Das hat die Spieler nichts gekostet und der kleine Bursche sah seinen innigsten Wunsch endlich in Erfüllung gehen. Ein Passant sah ein kleines Kätzchen, das sich dem Reifen eines PKWs näherte. Der Fahrer hätte es bestimmt überfahren, wenn der Mann das Katzenbaby nicht unter dem Auto hervorgezogen hätte. Gut gemacht! Dieser Streit artet in eine Schlägerei aus und wer weiß, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn sich der Kellner der Pizzeria nicht eingemischt hätte. So sieht eine kreative Konfliktlösung aus.
Dieser unglückliche Blick sagt, dass der Winzling sich seinem Schicksal bereits gefügt hat. Zum Glück wurde der Welpe von Ortsansässigen entdeckt, die an seine Rettung kreativ herangegangen sind. Die ganze Aktion dauerte nur wenige Minuten. Wie schön, dass es solche tierliebenden Menschen gibt. Jeden Abend führen die Mitarbeiter dieses Geschäfts obdachlosen Kindern Animationsfilme ihrer Wahl vor. Solche einfachen Gesten helfen den Kindern dabei, den Glauben an die Menschheit nicht zu verlieren und uns, ihn wiederzufinden. Der Autofahrer sah zwei Jungen, die aus einem Schulbus ausgestiegen und zwischen dem aufgetürmten Schnee und der Fahrbahn eingeklemmt waren. Er beschloss sofort, ihnen zu helfen, sicher auf den Bürgersteig zu gelangen, indem er sein Auto so positionierte, dass sie vom Gegenverkehr abgeschirmt waren. Ein tolles Beispiel für Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe. Diese scheinbar kleine Geste gab dem Burschen für einen Moment das Gefühl, ein Profi-Basketballer zu sein. Ich bin mir sicher, dass er diesen Augenblick nie vergessen wird. Nicht nur dieser tapfere Vogel, der über sein Nest wacht, verdient Applaus, sondern auch der hellwache Landwirt. Ein schönes Beispiel für Tierliebe. Die blinde Frau ist aus Versehen in nassen Zement getreten und die zwei Bauarbeiter haben ihr geholfen, indem sie ihr die Schuhe und die Füße wuschen. Wie liebenswert von den beiden! Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Nettigkeit und Freundlichkeit sich immer auszahlen und das manchmal sogar schneller als erwartet. Der Besitzer dieses Cabrios hat offenbar vergessen, das Dach beim Weggehen zu schließen. Hoffentlich wird er die nette Geste dieser Passanten nicht vergessen. Überlegt mal, wie toll es wäre, wenn alle so hilfsbereit und selbstlos wie diese Menschen wären. Die Welt wäre so viel besser. Ihr werdet wahrscheinlich überrascht sein zu erfahren, dass dieser Kurierfahrer nicht in diesem Haus wohnt. Als er ein Paket zustellte, sah er, dass vor dem Gebäude eine Menge Schnee herumliegt. Da schnappte er sich einfach eine Schaufel und machte den Gehweg frei. Wie nett von ihm! Die Fahrer dieser beiden Busse haben den Motorradfahrern netterweise Schutz vor starkem Wind geboten, indem sie sie zwischen ihren Fahrzeugen fahren ließen. Ein ins Meer gestürzter Vierbeiner hat verzweifelt versucht, den Strand aus eigener Kraft zu erreichen. Doch die Wellen waren einfach zu groß. Zum Glück kam diese mutige Frau ihm zu Hilfe und rettete ihn vor dem Ertrinken. Was für eine Selbstlosigkeit! Okay.
Jedes Kind hält Feuerwehrleute für furchtlose Helden. Aber dieser Mann weiß, dass man ein Held sein kann, nicht nur indem man Menschenleben rettet. Indem er den sehbehinderten Jungen seine Ausrüstung betasten ließ, hat er eine gute Tat vollbracht. Der Rettungswagen wäre da sicher nicht so schnell durchgefahren, wenn dieser Motorradfahrer nicht die Rolle eines Verkehrsreglers auf sich genommen hätte. Dadurch hat er bestimmt jemanden das Leben gerettet. Bei dem Wetter hat die Frau ihr Bestes getan, damit ihr Kind nicht fror, aber sie hätte nicht damit gerechnet, dass ein Fremder sich um sie kümmern würde. Was für eine rührende Szene! Wenn es zu einem Hochwasser kommt, retten viele nur sich selbst und ihr Hab und Gut. Diese Kerle dagegen beschlossen, sich um diejenigen zu kümmern, die am meisten Hilfe benötigen. Gut gemacht, Jungs! Einen Marathon bei Hitze zu laufen ist eine harte Herausforderung, der nicht jeder gewachsen ist. Und es ist schön zu wissen, dass es faire Sportler gibt, die nicht zulassen können, dass ein Gegner kurz vor der Ziellinie kraftlos zu Boden sinkt. Wohl wissend, dass Autofahrer extrem ungeduldig sein können, war dieser ältere Herr bemüht, den Fußgängerüberweg möglichst zügig zu passieren. Doch das fiel ihm total schwer. Plötzlich tauchte ein netter Passant auf und bot ihm an, ihn Huckepack zu nehmen und auf die andere Straßenseite zu bringen. Ein echter, guter Samariter. Nicht jeder hat die Möglichkeit, ein Streunertier zu adoptieren, aber man kann sein Leben durch eine Geste, die nichts kostet, aber sehr viel bewirkt, wesentlich besser machen. Während eines heftigen Sturms konnte sich ein älterer Mann wegen starkem Wind kaum auf den Füßen halten. Glücklicherweise haben sich mehrere Passanten zusammengetan, um ihm auf die andere Straßenseite zu helfen. Dabei schützten sie ihn vor dem Wind. Es wäre toll, wenn wir alle nur von solchen Leuten umgeben wären. Der LKW hat in einer Kurve etliche Kisten Bier verschüttet, da der Fahrer vergessen hat, die Bordwand des Lastwagens zu schließen. Durch den entstandenen Müll war der Verkehr behindert, aber dank dieser Passanten war die Straße ganz schnell wieder frei. Es ist toll, wenn Bürger für Sauberkeit in dem Ort sorgen, in dem sie wohnen. Dieser betagte Mann zog einen schwer beladenen Karren eine steile Straße hoch. Doch er hatte das Glück, einem hilfsbereiten Kurierfahrer zu begegnen, der ihm zu Hilfe kam. Dieser wusste ja selbst, wie schwer so etwas ist. Thank you.
Die Männer haben vergessen, die Handbremse in ihrem Auto anzuziehen, sodass es ins Rollen kam. Doch dank der blitzschnellen Reaktion und Hilfsbereitschaft eines LKW-Fahrers konnte Schlimmeres verhindert werden. Hoffentlich haben sie sich bei dem Helden angemessen bedankt. Um jemandem zu helfen, muss man manchmal einfach die Hand ausstrecken und in dieser Position verweilen. Are you touching me? Dude, stop! I don't know you. See, but you're my girlfriend. I have no idea who you are. Please stop. We've been together for 2 years. I have no idea who you are. Please stop. I know her. She's playing around. Ein wildfremder Kerl begann, die Frau mit dem Kind im Arm im Aufzug zu belästigen. Doch zum Glück sind nicht alle fremden Männer so. Dieser Mann konnte dem Ganzen nicht unbeteiligt zusehen und kam der Frau zu Hilfe. Ganz schön mutig. Ein weiteres Beispiel für Tapferkeit und Zivilcourage. Diese Frau konnte einen lästigen Passanten nicht loswerden, bis dieser Mann ihm in aller Deutlichkeit nahelegte, dass er nicht zulasse, dass ihr etwas zustößt. Eine wunderbare, selbstlose Tat. Dieser Kerl hat in Kauf genommen, selbst nass zu werden, weil er nicht wollte, dass die Mädels vom Regen durchnässt werden. Ein echter Gentleman. Wären viele von uns bereit, ihren eigenen Komfort für den Komfort anderer zu opfern? Was dieser Mann tat, ist ein inspirierendes Beispiel für Nächstenliebe. Diese Männer haben der Frau dabei geholfen, den Kinderwagen die Treppe herunterzutragen. Respekt! Die Besitzer dieses Hauses hatten den Fehler gemacht, ihre Wäsche vor dem Beginn des Starkregens draußen aufzuhängen. Aber sie hatten das Glück, einen netten Nachbarn zu haben. Der Streuner war so hungrig, dass er begann, einen Passanten um Essen anzubetteln. Und diesmal hatte er das Glück, einer tierliebenden Person zu begegnen.